25 Minuten geleitete Vipassana-Meditation. Sich hinsetzen wie zur Meditation und die Augen schließen. Den Rücken aufrecht halten. Die Knie sollen den Boden berühren. Sitzen und atmen. Die Aufmerksamkeit auf den Körper lenken, auf das Sitzen lenken. Spüren, wie der Körper beim Sitzen die Unterlage berührt. Spüren, ganz genau hinspüren, welche Körperteile den Boden berühren. Das Gewicht des eigenen Körpers auf der Unterlage spüren. Sitzen und atmen. Und die Aufmerksamkeit noch genauer auf den Körper lenken, und zwar auf die Atmung lenken. Spüren, wie der Atem beim Ein- und Ausatmen in den Körper ein- und ausströmt. Sich dabei auf die Nasenspitze, den Eingang der Nase oder die Naseninnenwände konzentrieren und den Luftstrom, der in den Körper ein- und ausströmt, spüren. Spüren, wie sich der Luftstrom anfühlt. Kalt, warm, weich, hart, hell, dunkel, den Atem spüren. Wenn Ablenkungen auftauchen, Gedanken, Gefühle, angenehme, unangenehme
oder neutrale Gefühle, Emotionen, Ärger, Freude, Aufregung, Heiterkeit und Widerstände, Zweifel, Ärger, suchthaftes Verhalten. Wenn solche Ablenkungen auftauchen, diese erkennen und zurückkehren zum Atem. Sitzen und atmen. Die Absicht fassen, eine Zeit lang eine Übung durchführen zu wollen, zu sitzen, zu atmen, Ablenkungen festzustellen und zurückkehren zum Atem. Nichts anderes. Und diese Übung eine Zeit lang durchführen. Nicht nachlassen in dem Bemühen, sich nur auf den Atem zu konzentrieren, den Luftzug beim Ein- und beim Ausatmen im Bereich der Nasenspitze oder der Naseninnenwände zu spüren.
wenn Ablenkungen auftauchen, Gedanken, Geräusche, Gefühle, Emotionen, das Feststellen und Zurückkehren zur Beobachtung des Atems. Wenn es schwer fällt, sich nur auf den Atem zu konzentrieren, wenn immer wieder Gedanken auftauchen, kann man versuchen, den Inhalt der Gedanken zu erkennen. Kreisen die Gedanken um die Übung? Sind die Gedanken hier im Raum, bei einem selbst oder ganz woanders, bei anderen Menschen, in der Vergangenheit, in der Zukunft? Denkt man sich in Gedanken irgendetwas Angenehmes oder Unangenehmes aus, und auch nachschauen, ob immer ähnliche Gedanken auftauchen. Und was diese Gedanken, dieses Denken in einem Selbst bewirkt. Immer wieder zurückkehren zum Atem. Wenn Gefühle auftauchen, versuchen zu unterscheiden, ob es sich um körperliche oder geistige Gefühle handelt.
Und ob die Gefühle angenehm, unangenehm oder neutral sind. Und was angenehme Gefühle bedingen und was unangenehme Gefühle bedingen. Und immer wieder zurückkehren zum Atem. Sitzen, atmen, den Atem beobachten, Ablenkungen feststellen und zurückkehren zum Atem. Nichts anderes. Versuchen, beim Bemühen, diese Übung durchführen zu wollen, ein mittleres Maß zu finden, nicht zu sehr nachzulassen in der Bemühung und sich auch nicht zu sehr anzustrengen. Den mittleren Weg finden. Den Ruhepunkt in sich selbst finden.
die Augen wieder öffnen und diese Meditation, diese Vipassana-Meditation, die auch als Einsichts- oder Hellblicks-Meditation bezeichnet wird, beenden.